Und wir machen das zweite Chakra, einmal erst die Aufladung. Ja. Also vorwärts und rückwärts oder seitwärts, je nachdem wie man möchte. Gell. Man kann da auch einfach Bauch tanzen. Wichtig ist, dass sich das Becken bewegt und dass das zweite Chakra schön auch ganz bewusst gepresst und entlastet wird. Also press and release, ja, oder squeeze and release. Gut. Dann nehmen wir alles über die linke oder rechte Seite und genau, gehen in den Boden damit. Ein bisschen mehr schlängeln, genau. Ziehen aus der Erde hoch und gehen nach die andere Seite. Wichtig ist, dass wir dann wirklich mit dem Bein, mit dem Gewicht über dem Bein sind. Genau. Dann in die Erde zum ersten wieder und schieben alles hinauf. Ziehen alles hoch. Genau. Etwas mehr hinauf schlängeln. Mehr schlängeln in der Mitte. Genau. Und das Ganze auf die andere Seite. Genau. Dazwischen kann man eine zweite Aufladung machen, wenn man möchte. Das heißt, du gehst wieder in die Mitte, genau, und machst wieder eine Aufladung mit dem Becken. Und dann nimmst du auf die linke Seite eine Hand unten und eine Hand oben. Na, genau, umgekehrt. Genau, umgekehrt, genau, richtig, so. Und dann gehst du wieder Flamenco tanzen und auf die andere Seite. Genau, etwas mehr noch unter dir halten, genau. Die Schulter noch ein bisschen bewegen, genau. Und wieder in die Mitte kommen. Yeah.